Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Brüder und Schwestern im Glauben, ich begrüße Sie sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung und ich darf Sie einladen, dass wir miteinander ein kleines Gebet sprechen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, und erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Sende aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir wollen heute über ein sehr aktuelles Thema sprechen, nämlich über das Wesen der Frau. Wir erleben heute eine Verunsicherung im Hinblick auf das Wesen der Frau, aber auch im Hinblick auf das Wesen des Mannes. Und deswegen ist es notwendig, dass wir uns einmal die Frage stellen, welche Grundzüge das Wesen der Frau bestimmen. Wir wissen natürlich, dass man das nicht ganz allgemein sagen kann, weil nämlich das Wesen eines Menschen immer auch von seiner Persönlichkeit, von seinem Umfeld und von seiner Geschichte geprägt wird. Aber wir können doch feststellen, dass es gewisse Grundzüge gibt, die für das Wesen der Frau typisch sind. Wir wollen zunächst einmal mit einer Feststellung beginnen, die wir alle immer beobachten können, dass nämlich die Frau von ihrem Wesen her eine große Lebensnähe hat. Die Frau erfasst das Leben mit einer unglaublich glücklichen Intuition. Sie hat ein Empfinden für das Gegenwärtige und für das Lebenswichtige und ist dadurch imstande, das Leben leichter zu meistern, aber sie ist gleichzeitig auch imstande, das Leben ihrer Mitmenschen entsprechend zu fördern. Sie erfasst die konkreten Bedürfnisse des Menschen. Sie hat ein Erleben für das Unmittelbare, für das Lebendige und ist dadurch imstande, oft Situationen durch ihre schnelle Reaktion zu erfassen und auch zu meistern. Eine zweite Eigenschaft, die wir bei der Frau feststellen können, die uns auch immer wieder begeistert, ist ihre Mütterlichkeit. Die Frau hat ein Empfinden für den Menschen, der das sich in ihrer Mütterlichkeit mitteilt. Sie hat die Fähigkeit, das Leben der Menschen zu entfalten und zu fördern. Das zeigt sich vor allem bei den Kindern. Dort, wo eine Mutter in Erscheinung tritt, dort entfaltet sich das Leben der Kinder. Dort wird das Leben der Kinder gefördert. Die Frau ist aber auch imstande, das Leben des Mannes zu entfalten und zu fördern. Und dabei geht es ihr vor allem um das Menschliche. Und dann können wir beobachten, dass diese Mütterlichkeit der Frau dazu führt, dass sie imstande ist, das Leben zu behüten und auch das Leben zu verteidigen. Das ist ein besonderer Wesenszug. Dort, wo gute Frauen in Erscheinung treten, dort ist der Mensch gut aufgehoben. Dort wird der Mensch behütet. Dort wird das Menschliche verteidigt. Und das ist eine Eigenschaft, die wir nicht hoch genug einschätzen können. Wir können dann bei der Frau auch beobachten, dass ihre Beziehungen, die sie zu Mitmenschen herstellt, von einer ganz besonderen Art sind. Die Frau sucht die Zuwendung zum Einzelnen. Sie kann auf den einzelnen Menschen besonders gut eingehen. Sie hat die Fähigkeit zu personalen Beziehungen. Sie hat ein Einfühlungsvermögen. Sie versteht, was im anderen Menschen vor sich geht. Und sie kann dadurch in einer ganz anderen Weise für den Menschen handeln und für den Menschen denken und sich für den Menschen sorgen, weil sie diese Fähigkeit hat,
das Personale im anderen zu sehen. Sie sieht nicht in erster Linie die Leistung. Sie sieht nicht das Geld, den Besitz, sondern sie sieht in erster Linie den Menschen. Sie sieht die Person und kann sich dieser Person in einer außergewöhnlichen Weise zuwenden. Ein vierter Schwerpunkt, den wir bei der Frau feststellen können, ist, dass sie eine besondere Intuition hat. Sie hat die Fähigkeit, Dinge unmittelbar zu erfassen. Und da lässt sie sich von ihrem Gefühl leiten. Und dieses Gefühl befähigt sie dazu, Dinge unmittelbar und oft in einer sehr raschen Weise zu erfassen. Wo der Mann erst lange nachdenken muss, wo der Mann analysiert, wo der Mann erst auf die Wissenschaft zurückgreifen muss, da kann die Frau mit Hilfe ihrer Intuition die Situation viel schneller und oft auch viel richtiger erfassen. Das ist eine besondere Begabung. Die Frau hat aber auch die Fähigkeit, Gefühle anzusprechen. Die Frau hat die Macht über das Herz der Menschen. Sie ist imstande, das Herz der Kinder anzusprechen. Sie ist imstande, das Herz des Mannes zu berühren. Ihre große Macht besteht in der Macht über die Herzen. Und wenn sie die Herzen lenken kann, dann kann sie dabei auch sehr viel Gutes tun. Die Frau kann also selbst das Gefühl einsetzen und erfasst und erkennt damit viele Dinge sehr rasch und in einer sehr richtigen Weise. Sie kann aber auch Gefühle bewegen und sie kann Gefühle ansprechen und sie hat die Macht über die Gefühle von anderen Menschen. Ein fünfter Schwerpunkt, den wir bei der Frau feststellen können, ist dann auch ihre besondere Hingabefähigkeit. Die Frau kann sich hingeben an den Menschen und auf diese Art und Weise kann sie den Menschen dienen, Menschen begleiten und Menschen führen, wie das Männer in dieser Form nie imstande sind. Diese Hingabe setzt die ganze eigene Person ein. Sie hat die Fähigkeit, sich ungeteilt, ausdauernd und treu hinzugeben. Dort, wo Männer oft aufgeben, da sind Frauen imstande, weiterzugehen. Und sie schonen ihre eigene Person dabei nicht. Sie sind bereit, ihre eigene Person aufzuopfern. Und auf diese Art und Weise können sie oft schwierigste Situationen retten. Vor allem, wenn es darum geht, Menschen zu pflegen, Menschen in schwierigen Situationen beizustehen, da wachsen Frauen oft über sich hinaus. Da haben sie eine Fähigkeit, Kräfte zu mobilisieren, die unvorstellbar sind. Dann können wir bei der Frau auch eine besondere Gabe der Einfühlung feststellen. Es ist oft unglaublich, wie Frauen imstande sind, zu erfühlen, was in einem Menschen vor sich geht. Und für den Mann ist das oft fast etwas Einzigartiges, wenn er merkt, dass eine Frau mit ihrem Gefühl versteht, was ihn im Innersten bewegt. Der Mann stellt dann fest, diese Frau versteht mich oft besser, als ich mich selbst verstehe. Und diese Frau kann mir oft sagen, was bei mir auch nicht stimmt, weil sie das spürt. Sie hat hier ein Organ, das es ihr ermöglicht, in das Innerste des Menschen vorzudringen. Und dort nimmt sie Dinge wahr, die sie dann zum Ausdruck bringt. Und dadurch kann sie den Mann oft führen. Sie kann den Mann dadurch oft innerlich heilen. Und sie hat dadurch die Fähigkeit, dem Mann gewisse Dinge bewusst zu machen, die er bei sich selbst gar nicht wahrnimmt und erkennt. Bei der Frau können wir dann auch eine großartige sprachliche Kommunikationsfähigkeit feststellen. Sie hat eine außergewöhnliche sprachliche Gewandtheit, aber sie hat auch eine Liebe zum Gespräch. Und da darf ich vielleicht einmal etwas sagen, was vielleicht verwunderlich klingt. Für den Mann ist die Sprache Information,
Für die Frau ist die Sprache in erster Linie Kommunikation. Die Frau möchte kommunizieren und deswegen investiert sie sehr viel in die Sprache. Für den Mann ist die Sprache in erster Linie eine Information. Für die Frau ist die Sprache in erster Linie Kommunikation. Und von daher verwendet die Frau viel mehr Worte als der Mann. Und manchmal merkt man auch an den vielen Gesprächen, was Sprache für die Frau bedeutet und was Sprache für den Mann bedeutet. Wir können dann bei der Frau auch eine außergewöhnliche Wärme feststellen. Wenn man einer guten Frau begegnet, dann spürt man immer diese Wärme, die sie ausstrahlt. Und diese Wärme vermittelt auch innere Lebenskraft. Wenn man einer Frau begegnet, die einem mit Wärme begegnet, dann spürt man, das tut gut, das baut auf, das gibt Mut, das gibt Hoffnung. Und diese Wärme, die führt auch zur Entfaltung der Herzensqualitäten. Und diese Wärme hat oft auch eine heilende Wirkung auf das Gemüt. Dort, wo Frauen mit ihrer wärmenden Ausstrahlung uns Männern und auch den Kindern begegnen, dort entsteht und wächst und gedeiht das Leben. Frauen haben dann aber auch die Fähigkeit einer besonderen Heiterkeit. Sie können durch ihr liebenswürdiges Lächeln, durch ihre Heiterkeit, durch ihren Optimismus viele Situationen bewältigen, bei denen der Mann oft in Schwermut versinkt. Die Frau hat durch ihr optimistisches Wesen, durch ihre positive Einstellung, durch ihre Heiterkeit die Fähigkeit, gewisse Situationen auch zu entdramatisieren. Sie fangen dadurch die Männer und auch die Kinder auf. Und man hat den Eindruck, durch die Frau scheint die Sonne wieder. Die Wolken werden verscheucht, wenn eine Mutter auftritt, die uns anlächelt, die uns Mut macht, dann geht es wieder weiter im Leben. Und auch wenn uns eine Ehefrau begegnet, die uns mit ihrer Heiterkeit entzückt, da haben wir den Eindruck, mit einer solchen Frau sind wir imstande, alle schwierigen Situationen zu meistern. In der Frau begegnet uns aber auch eine höhere Sittlichkeit. Es ist immer bemerkenswert, wenn wir einer guten Frau begegnen, dann wissen wir, wie wir uns verhalten sollen. Und Goethe sagt nicht umsonst dieses berühmte Wort: Und willst genau du wissen, was sich ziemt, so frage nur bei edlen Frauen an. In Anwesenheit einer guten Frau, da spürt man einfach, dass sich gewisse Dinge nicht gehören. Da werden keine primitiven Wörter verwendet, da werden keine falschen Witze erzählt. Da geht es einfach nicht, dass man sich daneben benimmt, weil die Anwesenheit einer guten, edlen Frau signalisiert, wo gewisse Grenzen sind. Und das brauchen wir heute. Diese Sittlichkeit von einer guten Frau, die prägt unsere Welt. Und wenn wir diese Sittlichkeit nicht mehr haben, dann weiß die Welt oft nicht mehr, wo gewisse Grenzen sind, die wir nicht überschreiten sollten. Die Frau hat dann auch noch die Fähigkeit der Ästhetik. Sie selber ist von der Ästhetik geprägt. Nicht umsonst spüren wir immer wieder die Schönheit, die Lieblichkeit einer Frau als wohltuend. Wir erleben, dass die Frau das Schöne verkörpert und dass sie selbst sich um das Schöne bemüht. Das gilt einmal für die eigene Person, das gilt aber auch für die Umwelt, die sie gestaltet. Beim Mann, da genügt die Funktionalität. Bei der Frau, da geht es um die Ästhetik. Sie versucht, ihre Umgebung schön zu gestalten. Sie greift ordnend ein und sie hat überall
kleine Zeichen, die ein Heim schön machen. Sie hat die Liebe zum Detail, sie hat die Liebe zum Schönen. Und auf diese Art und Weise verwandelt sie ein Haus in ein Heim. Alles, was Frauen zur Hand nehmen, ist immer auch unter dem Gesichtspunkt des Schönen zu betrachten. Die Frau ist dann auch ein Wesen, das auf Reinlichkeit großen Wert legt. Die Frau kann nicht in einer Umgebung leben, die nicht reinlich ist. Und von daher sorgt sie von ihrem Wesen her für Sauberkeit, für Ordnung und für Reinlichkeit. Das beginnt bei der Kleidung, das beginnt bei der Wohnung, das beginnt in allen Bereichen, die von einer Frau geführt werden. Da legt sie einen größeren Wert auf Reinlichkeit als der Mann. Und das ist etwas ganz Wichtiges, weil nämlich von der Reinlichkeit die gesamte Lebensqualität abhängt. Die Frau hat dann auch noch eine Fähigkeit, die wir immer wieder bewundern. Sie hat eine erhöhte Leidensfähigkeit. Es ist unglaublich, welches Leid eine Frau durchtragen kann. Das betrifft die Kinder. Das betrifft den Ehemann, das betrifft Menschen, die einsam sind, das sind Menschen, die Probleme haben. Frauen können oft ausharren und durchtragen, dass man immer wieder staunen muss. Es gibt oft Mütter, die unmögliche Kinder haben, aber sie würden diese Kinder nie im Stich lassen. Sie leiden mit diesen Kindern, sie leiden für diese Kinder und dadurch sind sie imstande, diesen Kindern eine Chance zu geben. Diese Mütter glauben an ihre Kinder. Diese Mütter geben die Hoffnung nicht auf und dadurch können sie auch ihren Kindern diese Kraft und diese Hoffnung vermitteln, die sie brauchen, um gewisse Krisen durchzustehen. Und da müssen wir sagen, dass viele Menschen ohne solche Mütter gescheitert werden. Mütter sind diejenigen, die an die Kinder glauben, wenn niemand mehr an sie glaubt. Sie sind imstande, Kinder durchzutragen, wo tatsächlich keine Hoffnung mehr besteht. Die Mütter greifen ein, sie nehmen das Leid auf sich und sie tragen diese Kinder durch und irgendwann schaffen es diese Kinder. Aber auch wir Männer kommen oft nur durch das Leiden unserer Frauen über gewisse Dinge hinweg. Sie sind imstande, manche Schwächen von uns Männern zu ertragen und mit der Zeit ändern wir Männer uns, weil eine Frau nicht aufgibt, uns immer wieder zum Guten hinzuführen. Und dann wollen wir uns noch einer weiteren Frage zuwenden, wie schaut es denn aus bei der Religiosität? Die Frau hat eine andere Beziehung zu Gott als der Mann. Die Frau hat die Fähigkeit, Gott in ihrem Inneren wahrzunehmen. Es ist interessant, dass man in der Schule mit Mädchen kaum über die Existenz von Gott sprechen muss, weil Mädchen in ihrem Inneren spüren, dass es Gott gibt. Bei den Jungen, da braucht es immer wieder die verschiedenen Überlegungen, ob es Gott wirklich gibt. Aber bei weiblichen Wesen spürt man, dass hier eine Beziehung zu Gott gegeben ist, die tiefer ansetzt als oft die Beziehung beim Mann zu Gott. Die Frau hat dann aber einen weiteren großen Vorteil. Ihre Religiosität besteht nicht nur in einer Praxis, die von einer Überzeugung ausgeht, sondern diese Religiosität der Frau beruht auf einer Hingabefähigkeit.
Sie hat die Möglichkeit und die Fähigkeit, sich hinzugeben und gelangt dadurch viel näher zu Gott als oft der Mann. Sie kann ihre eigene Person hineingeben in die Religion und sie kann dadurch die Religion in einer oft viel tieferen Weise verwirklichen als der Mann. Für den Mann ist Religion oft eine Tat, ist das oft ein Vollzug. Bei der Frau geht die Religiosität viel, viel tiefer hinein. Es gibt natürlich auch Männer, die mystisch begabt sind, die sich hingeben können. Aber im Normalfall hat hier die Frau eine Fähigkeit, die in dieser Form dem Mann nur sehr selten gegeben ist. Wir sehen also, dass die Frau verschiedenste großartige Züge hat. Sie hat eine große Lebensnähe. Sie ist mütterlich. Sie sucht die personalen Beziehungen. Sie hat ein Gefühl, dass sie viele Dinge erkennen lässt, die der Mann nicht erkennen kann. Sie hat die Fähigkeit zur Hingabe. Sie hat ein großes Einfühlungsvermögen. Sie hat eine spezielle sprachliche Kommunikationsfähigkeit. Sie strahlt eine große Wärme aus. Sie ist auch von ihrem Naturell her heiter und kann viele Situationen dadurch glücklich überwinden. Sie ist von einer hohen Sittlichkeit. Sie hat das Empfinden der Ästhetik. Sie ist schließlich dann auch ein sehr reinliches Wesen. Sie ist leidensfähig und sie hat eine tiefe innere Beziehung zu Gott. Alle diese Vorzüge machten uns die Frauen zu liebenswert. Aber wir müssen bei der Frau auch auf gewisse Gefährdungen hinweisen. Die Frau hat auch bestimmten Gefährdungen zu widerstehen. Und da wollen wir ganz kurz einige Stichworte nennen, die darauf hinweisen, in welchen Bereichen Frauen oft sorgfältig oder achtsam sein müssen. Es lässt sich bei manchen Frauen oft ein ausuferndes Gefühl feststellen. Und wenn dieses Gefühl ausufert, dann kann es oft drunter und drüber gehen. Dann kann man oft kaum mit Hilfe der Vernunft gewisse Situationen klären, weil die Gefühle zu übermächtig sind. Wir können feststellen, dass auch eine gewisse Eifersucht gegeben ist, dass es oft eine Eitelkeit geben kann, aber auch die Schwatzhaftigkeit der Frauen macht uns manchmal zu schaffen. Sie können gekränkt sein wegen jeder Kleinigkeit. Sie sind oft verloren in die Details und manchmal gibt es einen Putzfimmel, der an Perfektionismus grenzt und auch die Intriganz. Die ist oft recht unsympathisch und es gibt auch weibliche Verführungskünste. Alle diese Dinge, die haben oft negative Auswirkungen. Die ausufernden Gefühle, die Eifersucht, die Eitelkeit, die Schwatzhaftigkeit, das Gekränktsein wegen jeder Kleinigkeit, die Detailverlorenheit, der Putzfimmel, die Intriganz und die Verführungskünste. Das sind oft Dinge, die nicht so sympathisch sind. Ja, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, das waren so einige Wesenszüge der Frau. Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen von Herzen alles Gute und Gottes besonderen Segen.